ich bin schon wieder, hab mir wieder eine Trainingshilfe geschnappt. Und zwar heute meine Kurzflosse. Hatte ich bisher, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Ist aber eigentlich heutzutage wirklich sehr weit verbreitet, immer mehr. Es gibt ein paar Sachen, die man damit schulen kann. Es gibt aber auch eben Sachen, die man beim Kauf beachten muss. Sonst kann man da eben auch viel falsch machen. Was bringt mir eine Kurzflosse? Zum einen habe ich natürlich, wenn ich das Ding am Fuß habe, habe ich einmal natürlich ein Zusatzgewicht. Es vergrößert meine Abdruckfläche. Deshalb muss ich natürlich auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um eben voranzukommen, um eben auch meinen Beinschlag hochzubringen. Aber ich kann natürlich dadurch auch wesentlich schneller schwimmen. Deshalb macht es natürlich auch für Anfänger Sinn, sich erstmal beim Bewegungslernen Flossen anzuziehen. Da würde ich euch aber empfehlen, die Langflossen anzuziehen, weil sie fürs Erlernen der Bewegung eben auch wesentlich besser geeignet sind. Dadurch, dass sie eben eine ganz lange Flosse haben und eben einfach einen sehr weichen Beinschlag erstmal ausbilden können. Ich verbessere auch durch die Kurzflossen die Koordination meines Beinschlags, dadurch, dass der erstmal eben schwerer wird. Ja, schwerer. Wenn ich dann eben danach die Kurzflossen wegnehme, habe ich ein verändertes Gefühl im Beinschlag und das hilft mir letzten Endes, meinen Beinschlag zu verbessern. Jetzt solltet ihr aber euch natürlich vor dem Kauf ein paar Gedanken machen, was kaufe ich mir und worauf kommt es an. Die Marke ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es natürlich jetzt eine Kurzflosse aus komplettem Vollgummi ist. Da müsst ihr echt darauf achten, dass die vorne ganz, ganz, ganz weich sind. Es gibt da auch Hersteller, ich will jetzt da keine Namen nennen, die sind hinten zum Beispiel Vollgummi, vorne zwar auch aus einem Vollgummi, aber eben aus einem Hartgummi und sind da vorne relativ starr. Das macht eure Bewegung dann eben relativ hart und so ist es eben noch viel schwerer, irgendwie eine flüssige Beinschlagsbewegung hinzukriegen. Deshalb, ich habe jetzt hier gerade eine von Maru, aber es gibt ja auch andere Hersteller, Head, Arena, wie sie alle heißen. Ich würde euch empfehlen, geht einfach mal in den Laden, schaut euch die Dinger an, vergleicht, zieht sie mal an und dann könnt ihr eigentlich nichts mehr falsch machen. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass sie vorne schön elastisch sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich finde, es ist eine sehr hilfreiche Anschaffung, vielseitig einsetzbar. Macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.